sind zurück. Nach ihren Ausleihen zu Holstein Kiel und dem SV Sandhausen gehören Christopher Lenz und Erol Senulau seit dieser Saison wieder zum Kader des 1. FC Union Berlin. Zeit für AFTV, den beiden ein paar Fragen zu stellen. Wunderschön, weil Berlin meine Heimat ist und ich dadurch immer auch Heimatgefühle für die Stadt hatte. Ich freue mich, hier zurück zu sein und mit den ganzen Jungs auf dem Platz Spaß zu haben. Auf jeden Fall sehr aufregend. Wir hatten viel Erfolg und ja, ich glaube, dann ist das ja immer positiv. Sandhausen war eine tolle Erfahrung. Was das Fußballspielen angeht, bin ich auch reifer geworden. Auch klar, wenn ich oftmals verletzt war, aber ich denke, ich konnte trotzdem vieles bei dem Trainer mitnehmen. Ja, Trainingslager allgemein. Wir sind jetzt erst ein paar Tage hier, aber ich glaube, wir haben hier gute Bedingungen und können auch weiterhin an unserem System arbeiten. So kurz wie möglich wäre schön, aber wir wissen halt, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Saison und dass für die gesamte Mannschaft einfach ein wichtiger Punkt ist, um fit zu werden. Ich glaube, dass die Bedingungen sehr gut sind. Die Zimmer, das Essen, die Plätze, also ich finde, man kann sich nicht beschweren. Und wir deshalb gut arbeiten können. Gibt es Schlimmeres auf jeden Fall und ich denke, dass auf jeden Fall alles optimal ist. Mein Zimmerpartner ist der Prinz Redondo. Christopher Trimmel kenne ich schon, seitdem ich das erste Mal hier war und verstehe ich mich sehr gut. Auch privat ab und zu machen wir mal was. Kenny kenne ich halt schon eine Weile. Ist halt immer witzig mit ihm und deshalb passt das. Wir haben eine schöne Atmosphäre. Eine gute Mannschaft, die sehr homogen ist. Ich wurde gut aufgenommen. Ich glaube, auch die anderen neuen wurden sehr gut aufgenommen. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Der Urs. Er ist ein eher ruhiger Trainer, der aber, glaube ich, in den leisen Tönen auch sehr direkte Ansprachen halten kann. Also auch klar ist in dem, was er von uns fordert. Sympathischer Typ. Ich finde, dass bis jetzt alles super läuft, er einen super Job macht. Und ich als Spieler persönlich fühle mich auf jeden Fall wohl. Gute Mischung auf jeden Fall mit Böni, den Hofi und Urs. Das wirkt auf jeden Fall alles positiv. Das überträgt sich dann natürlich auch auf die Mannschaft. Und ich glaube, die verstehen sich sehr gut und verstehen sich auch sehr gut mit den Spielern. Das ist top. Hertha BSC, hängt natürlich auch immer noch ein bisschen was dran. Also ich verfolge auch Hertha noch, weil es auch einfach eine Berliner Mannschaft ist. Ich finde, dass wir besser sind wie Hertha BSC. Traurig, dass sie früh ausgeschieden sind. War nicht so erfolgreich, aber ich glaube, das kann jedem mal passieren. Ich hoffe Belgien, weil ich mit Thorgan Hazard in Gladbach noch zusammen trainieren durfte. Ich kann mir vorstellen, dass Frankreich den Titel holt. Als Fußballer braucht man immer hohe Ziele. Eine bessere Saison zu haben als die vorige, da war ja ziemlich viel los. Eine bessere Platzierung. Und wir wollen dieses Jahr nicht direkt von vornherein ein Ziel ausgeben, dadurch glaube ich, wollen wir trotzdem erstmal jedes Spiel einzeln angehen und probieren, jedes Spiel zu gewinnen. Ja, reicht.